So, ja, vielen Dank, Herr Schulz, nochmal für den Vortrag eben zu den Spendenaktionen der Deutsch-Japanischen Gesellschaft hier in Leipzig. Und jetzt möchte ich zu einem etwas kleinen anderen Thema kommen. Und zwar möchte ich das Japanische Haus in Leipzig vorstellen. Und das Japanische Haus, das ist es ist angefangen als ein Spendenprojekt von in Sachsen tätigen Japanern aus dem Bereich der bildenden Künste, also zum Beispiel der Architektur, der Malerei und dem Design. So hat das Ganze begonnen. Das Japanische Haus liegt ja in der Delitzsche Straße 3 in Leipzig, an der Haltestelle Chausseehaus, also am Chausseehaus. Und es ist auch ganz einfach hinzukommen nach der Messe, wenn Sie mit der Linie 16 zurückfahren in die Stadt und beim Chausseehaus aussteigen, dann sehen Sie da ein kleines Gebäude mit so roten Punkten, die ja dann die japanische Flagge darstellen sollen. Und das ist dann das Japanische Haus, eine Räumlichkeit, die im Juli letzten Jahres angemietet wurde. Und ja, ich möchte den Vortrag so ein bisschen in drei Phasen teilen. Und zwar die Phase 1, das Spendenprojekt, also womit das Japanische Haus entstanden ist. Und zwar wurde dann der gemietete Raum beim Chausseehaus in der Delitzscher Straße 3 dann umgestaltet. Also er wurde dann ein bisschen japanisch eben eingerichtet. Und es war eben zunächst das Ziel, unter dem Eindruck der Dreifachkatastrophe in Japan vom 11. März 2011, dass auch ein bisschen Spenden zum einen natürlich gesammelt werden und auf der anderen Seite, dass über die Lage in Japan informiert wird, weil man hat ja viel gelesen und gehört, sowohl in den deutschen Fernsehmedien als auch im Internet, und wusste nicht, wie ist die Situation wirklich. Und da ist es natürlich am besten, dann auch ein bisschen von den Japanern, die in Leipzig leben und die natürlich Kontakte auch drüben haben, so ein bisschen Input zu bekommen. Und es war also das Anliegen, Informationen zur Lage in Japan, wie sieht es aus, jetzt 3 Monate oder 4 Monate nach der Dreifachkatastrophe vom 11. März. Und der andere Grund, warum eben das Projekt auch ins Leben gerufen wurde, ist natürlich dann auch Spenden zu sammeln für die Opfer oder Betroffenen der Dreifachkatastrophe in Japan. Und dazu wurde dann eine Ausstellung eröffnet. Und zwar wurde da Folgendes gemacht. Und zwar wurden alte Möbel herangeholt. Und diese alten Möbel wurden restauriert, die wurden dann mit japanischen Stoffen, zum Beispiel so Yukata oder Kimono-Stoffen, überzogen und wieder in Schuss gebracht. Und diese Erzeugnisse, diese Möbel wurden dann verkauft. Und der Erlös dieser Verkäufe, der wurde dann eben gespendet. Das waren gut 200 Euro. Das kann natürlich nicht mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft und den Beträgen von Herrn Schulze mithalten, die er euch gerade mitgeteilt hat. Aber es ist immerhin etwas und jedes bisschen hilft auf jeden Fall. Und das ging dann an dieses, was da unten rechts steht, das RQ Citizens Disaster Relief Network Japan. Das ist ein von Bürgern oder also von Freiwilligen ins Leben gerufene Hilfsorganisation, die dann eben vor Ort Hilfsgüter gesammelt hat, verteilt hat, Unterkünfte für Betroffene zur Verfügung gestellt hat, bei den Wiederaufräumarbeiten und so weiter hilft. Und an diese Organisation gingen eben diese gut 200 Euro, die im Zuge dieser Möbelrestaurationsausstellung und des Verkaufs eingenommen wurden. Dann als im September sozusagen dieses ganze Spenden- und Verkaufsprojekt im Japanischen Haus beendet war, begann sozusagen eine neue Phase des Japanischen Hauses Leipzig. Und zwar sollte das Japanische Haus jetzt auch so eine Art Begegnungsstätte werden zwischen den Japanern, die in Leipzig leben, und natürlich auch den Deutschen. Also eine Art kultureller Austausch oder eine kulturelle Begegnungsstätte für die Leipziger und für die Japaner, die eben auch in Leipzig leben. Und das wurde dann eben unterstützt durch an Wochenenden stattfindende Veranstaltungen zu allen möglichen Themen. Wir haben da hier mal auf den Folien, habe ich so eine kleine Auswahl, was alles stattgefunden hat. Also natürlich generell Ausstellungen zu verschiedenen Themen und Informationsveranstaltungen, die in irgendwie einen bestimmten Japan-Bezug auch haben. Ups, das war eins zu weit. Und hier sieht man dann eben, hier unten links haben wir beispielsweise einige japanische Austauschschülerinnen, die sich auch dann auf das mit Studenten Japanologie oder eben anderen Leipzigern getroffen haben. Es gab Nabe-Abende, Nabe ist also so ein japanischer Eintopf, es wurde gemeinsam gekocht, es wurde gemeinsam gefeiert. Dann gab es natürlich auch Vortragsreihen, die im Japanischen Haus in dieser Zeit stattgefunden haben. Und links sehen Sie zum Beispiel Frau Professor Richter aus der Japanologie,
Leipzig, es gab Themen, vor allem auch jetzt zur Anti-Atomkraft-Bewegung in Japan, gab es Vorträge und auch Dokumentationsfilme wurden gezeigt, um auch schon deutlich zu machen, dass die Anti-Atomkraft-Bewegung jetzt nicht erst im Laufe der Dreifachkatastrophe und eben im Vorfeld in Fukushima entstanden ist, sondern um eben auch deutlich zu machen, dass die Japaner schon seit vielen Jahrzehnten immer mal vor Ort kleinere Proteste auch veranstalten und initiieren, dass eben die Protestkultur doch deutlich schon eine größere Tradition hat, als man es allgemein annimmt, wenn man wenig hört von großen Demonstrationen in Japan. Ja, dann gab es natürlich auch kulturelle Veranstaltungen. Hier haben wir dann eine Bonsai-Veranstaltung. Also da gab es dann Vorträge zum einen natürlich zum Thema Bonsai. Also das ist eine asiatische Gartenbaukunst, wo dann eben so Bäume in enge Töpfe gepflanzt werden, dann immer schön zurechtgeschnitten werden, dass der Wuchs auch begrenzt ist und so weiter. Kenne ich mich persönlich nicht so damit aus. Auf jeden Fall sowas hat dann eben stattgefunden, um das eben auch anderen geläufig zu machen. Dann gab es einen Bento-Workshop unter anderem. Also Bento, kann man sich so vorstellen, ist die japanische Variante des deutschen Pausenbrotes. Also was dann immer die Japaner so in der Mittagspause verzehren. Und es wurde dann eben auch ein kleiner Workshop gemacht, wie das so aussehen kann. Natürlich dann mit Reisbällchen und was da alles dazugehört. Und dann natürlich auch immer Wochenendsveranstaltungen zu den Subkulturen, also was jetzt eben mit der Anime, der Otaku oder Cosplay-Kultur und so weiter zu tun hat. Es gab eben im japanischen Haus dann im November war es, glaube ich, auch einen Cosplay-Wettbewerb und eine Cosplay-Veranstaltung, wie man unten rechts sieht. Das waren dann alle Teilnehmenden. Es wurde auch gespielt natürlich und Mangas gelesen. Ja, und auch ein Go-Turnier findet statt. Also die Liste lässt sich im Prinzip unendlich weiter fortführen. Hier drüben haben wir übrigens auch einen kleinen Stand zum Thema Go. Das ist also so ungefähr das japanische Schach, wenn man sich vorstellt, die japanische Variante des Schachs. Ja, und hierauf möchte ich nochmal etwas genauer kurz eingehen. Und zwar der Manga-Workshop mit Kari Nagaro. Der fand, wenn ich mich nicht irre, Anfang Dezember statt im japanischen Haus. Da hatte sie schon mal einen Workshop gegeben. Sie ist auch hier auf der Buchmesse und zwar am morgigen Sonntag ist sie einmal von 10 bis 11 und von 15 bis 16 Uhr im Kongresszentrum der Buchmesse hier und gibt dann so einen kleinen Manga-Crash-Course-Workshop und sie ist allerdings auch noch heute im japanischen Haus von 14 bis 17 Uhr, müsste ich lügen. Ja, genau, von 14 bis 17 Uhr ist sie heute auch nochmal im japanischen Haus und gibt auch dort einen Manga-Workshop über 3 Stunden, der dann also nochmal ein bisschen länger und intensiver läuft als das, was sie morgen im Kongresszentrum machen kann. Also wer Lust hat, ich habe es vorhin gezeigt, japanischer Haus liegt auf dem Rückweg von der Messe, der kann gern vorbeischauen. Ich komme aber später nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Und ja, das war so die Krönung dieser zweiten Phase, also jetzt Ende Dezember 2011. Und zwar hatte sich das japanische Haus Leipzig bei dem SPD-Demokratiepreis beworben gehabt und dort den zweiten Platz errungen. Das war dann verbunden mit einem Scheck oder einem Preisgeld von 500 Euro. Und es lief eben unter dem Thema freiwillig helfen oder freiwillig etwas bewegen, dieser Demokratiepreis im letzten Jahr. Und da wurde das japanische Haus Leipzig eben dafür geehrt, dass es eben diese Spendenaktion im Juli mit der Ausstellung und so weiter vollbracht hat und da immerhin gut 200 Euro Spendengelder durch den Verkauf der restaurierten Möbel erhalten hat. Ja, dann möchte ich zur Phase 3 kommen. Und zwar so bis Dezember war das japanische Haus eigentlich so ein von Einzelprivatleuten ins Leben gerufenes Projekt und da sich das aber etablierte, die ganzen Veranstaltungen gut ankamen, wollte man jetzt auch einen offiziell eingetragenen Verein daraus machen und dieser Prozess ist jetzt gerade dabei, sich zu vollenden. Und jetzt die erste große Aktion oder die erste große Veranstaltung, die wir jetzt im neuen Jahr haben, die findet jetzt auch hier gerade im Rahmen der Buchmesse statt und läuft dann noch bis 31. März. Und zwar ein Manga-Festival, was im japanischen Haus stattfindet. Und zwar im Rahmen einer Manga-Ausstellung, die jetzt seit Donnerstag, den 15. März läuft und noch bis 31. März gehen wird. Der Eintritt ist wie für fast alle anderen Veranstaltungen, die ich jetzt auch vorstellen werde, frei. Die nächsten Folien muss ich dabei schon mal die werde ich nur ganz kurz erfassen, weil das ist jetzt schon mittlerweile gelaufen. Also am Donnerstag war dann eine feierliche Eröffnung der Manga-Ausstellung des japanischen Hauses, was jetzt extra eben für dieses Manga-Festival umgestaltet wurde. Und hier nochmal der Hinweis auf den Manga-Workshop, der heute noch von 14 bis 17 Uhr stattfindet. Der schließt nicht unmittelbar an den gestern an, also man kann trotzdem hingehen, auch wenn
der gestern jetzt natürlich schon gelaufen ist. Die Teilnahmegebühr für Sie, die jetzt hier auf der Buchmesse sind, wenn Sie das Buchmesseticket vorzeigen, ist 4 Euro. Also da kommen Sie billiger weg als bei der normalen Teilnahmegebühr. Ich glaube, bis heute sind bis jetzt nur 2 Leute angemeldet. Wir haben eine maximale Teilnehmerzahl von 20. Also wer der Longer Workshop mitmachen kann, der ist herzlich eingeladen, dazu zu gehen. Das Alter haben wir ab 12 Jahre festgesetzt, weil auch so ein bisschen schon mal eigene Arbeitsverantwortung vorhanden sein sollte. Dass man auch ein bisschen selbstständig dann eben arbeiten kann unter der Anleitung von Cardi Magaro. Und das Material wird bereitgestellt von ihr. Wer eigenes mitbringen möchte, der darf das tun, aber braucht es nicht unbedingt. Ja, heute Abend dann nach der Buchmesse, die endet ja 18 Uhr, wer Lust hat, kann dann auch auf dem Rückweg der Buchmesse entsprechend vorbeischauen beim Japanischen Haus, um sich ein Symposium anzuhören zum Thema Manga und Gesellschaft. Da werden 3 Professoren der Universität Leipzig, unter anderem eben die schon erwähnte Frau Professor Richter, Themen bearbeiten, die jetzt etwas mit Manga und Gesellschaft zu tun haben. Sie werden Vorträge halten und danach soll es dann eine lockere Diskussionsrunde geben, einmal natürlich zwischen den Vortragenden selbst und auch den Zuschauern, den Besuchern, die da sein werden. Das ist, wie gesagt, auch kein Eintritt, kann jeder hingehen, der möchte. Und ja, es soll eben darum gehen, was ist so die Wirkung, das Phänomen, Manga, was löst die Faszination aus und das eben dann auch ein bisschen auf eine wissenschaftliche Ebene natürlich zu heben, deswegen nennt sich Symposium. Aber für diejenigen, die sich für das Thema Manga und Anime interessieren, ist jetzt, denke ich mal, doch eine interessante Veranstaltung, wo man durchaus hingehen kann nach der Buchmesse. Und zuletzt möchte ich noch auf das hier hinweisen. Ein Maid-Café haben wir auch im Japanischen Haus jetzt im Zuge des Manga-Festivals. Und zwar einmal morgen von 11 bis 17 Uhr. Da haben wir dann 3 Maids, die Sie bedienen werden. Für diejenigen, die denn mit dem Begriff Maid-Café nichts anfangen können. Das ist ein Trend aus Tokio, der so um die Jahrtausendwende, so um 2000, sich entwickelt hat. Und die Kellnerinnen sind dann als Maid, also als Dienstmädchen, verkleidet, so im Stil des 19. Jahrhunderts. Und ja, die bieten dann eben den Gästen besondere Leistungen an. Also die werden dann Gäste, die reinkommen, begrüßt mit Willkommen zu Hause und mit Gebieter und Meister angeredet, machen Fotosessions mit den Mädels machen und sie servieren natürlich auf besonders höfliche und elegante Art und Weise. Schauen Sie gerne vorbei. Für diejenigen, die morgen auf der Buchmesse sind und es vielleicht nicht schaffen, am Samstag, den 31. März von 11 bis 17 Uhr findet das Ganze auch nochmal statt. Können Sie auch gerne vorbeikommen. Das ist dann sozusagen der Abschluss auch des Manga-Festivals am 31. März. Da endet nämlich dann auch die Manga-Ausstellung, die jetzt eben auch am Donnerstag eröffnet wurde. Und ja, da in der Ausstellung geht es hauptsächlich so um 4 Themen. Einmal in die Ursprünge oder die Geschichte des europäischen Comics. Dann natürlich auch, wo kommt der japanische Manga, also die japanische Bildergeschichte her, wo liegen die Ursprünge. Dann die Rezeption des Comics und auch des Mangas in Deutschland. Also was für eine Bedeutung hat der Manga in Deutschland? Ist er gesellschaftlich hier in allen Schichten etabliert? Wie wird er auch in der Forschung aufgenommen oder von Literatur- und Kunstkritikern? Darum soll es in der Ausstellung gehen. Und dann natürlich auch die Themen und der Realitätsbezug. Also was gibt es für verschiedene Sorten von Manga? Was für Genre und so weiter? Das wird auch alles vorgestellt und behandelt. Es gibt dazu dann Ausstellungstexte, Ausstellungsbilder und auch viel Ausstellungsstücke natürlich. Also es gibt Manga, wo man reinlesen kann, man kann sich hinsetzen und auch mal ein bisschen schnuppern. Und auch zu den europäischen Comics von Wilhelm Busch haben wir Bücher und zu Mosaik aus der DDR haben wir auch ein Heft da. Also da können Sie sich auch gerne hinsetzen und nach der Ausstellung auch sich noch ein bisschen reinschmökern in Comics und Manga. Und bis 31. März geht das also noch. Montags und Dienstags ist geschlossen, also von 14 bis 19 Uhr können Sie ansonsten gerne vorbeikommen oder bis morgen läuft es auch sogar bis 22 Uhr. Ja, schauen Sie gerne bei der Manga-Ausstellung vorbei. Und ja, damit schließe ich im Prinzip jetzt auch meinen Vortrag allmählich. Hier nochmal ein kleiner Hinweis natürlich auf unsere Partner. Wir sind ein ehrenamtliches Projekt. Versucht sich natürlich jetzt als eingetragener Verein zu etablieren. Der Prozess ist gerade dabei, aber wir hätten es nicht geschafft ohne Sponsoren und Helfer, unter anderem der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Sachsen e.V. Und ja, hier nochmal eine kleine Übersicht dann über die Veranstaltungen, die jetzt schon stattgefunden haben und noch stattfinden werden. Schauen Sie gerne vorbei. Zur Erinnerung, das Japanische Haus liegt genau auf der
Buchmesse Straßenbahnlinie 16, Ausstiegsstelle Chausseehaus. Und wenn Sie nach der Buchmesse noch nicht wissen, was Sie tun wollen oder irgendwo hingehen wollen und sich für Manga und ja, für Manga interessieren, schauen Sie gerne im japanischen Haus vorbei. Und damit bedanke ich mich für das fleißige Zuhören und vielleicht sehen wir uns wieder. Das würde mich freuen. Vielen Dank.